ISA 12. Hier ISA 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. ISA 12 fährt. Richtig. Ja? Ja, grüß Gott, Frau Dombrowski. Das ist aber nett, dass Sie mal zu mir reinschauen. Bitte. Danke. Und was kann ich für Sie tun? Ach, wissen Sie, wo ich sowieso im Präsidium zu tun habe, ich suche nämlich die Anschrift von meiner Schulfreundin, die vor einem Jahr verzogen ist. Da dachte ich mir, ich könnte doch mal hereinschauen und mich bedanken, wo Sie sich so um meinen Mann gekümmert haben. Wie geht's ihm denn eigentlich? Hat er sich wieder gut erholt im Urlaub? Och, er behauptet natürlich, es wäre alles in Ordnung, aber man weiß ja nie, was bei so einem Schlag über den Kopf noch alles nachkommen kann. Bitte nachher, ja. Ja, hat er denn noch Kopfschmerzen oder irgendwelche andere Beschwerden? Zu mir hat er doch gesagt, es geht ihm wieder gut. Aber Sie kennen ihn doch, der nimmt doch alles auf die leichte Schulter. Na schön, diesmal hat er vielleicht noch Glück gehabt, aber ich kann mir nicht helfen. Das Ganze kommt mir wie eine Warnung vor, wie ein Schuss von Bug, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also jetzt einmal raus mit der Sprache, Frau Dombrowski. Worauf wollen Sie denn hinaus, hä? Manchmal, da ist es einfach nicht mehr zum Aushalten. Da kann ich vor Angst nicht einschlafen und da sitze ich am Radio und stellen den Polizeifunk an und... Oh, das hätte ich wohl nicht sagen dürfen, wie? Offiziell habe ich nichts gehört. Aber wenn ich Ihnen privat einen guten Rat geben darf... Ich weiß, es kommt nichts dabei raus, aber manchmal frage ich mich, warum man nicht Unverheiratete für die Funkstreife nehmen kann. Nach Möglichkeit tun wir das ja auch, Frau Dombrowski. Aber Sie dürfen nicht vergessen, unsere Leute sind meistens freiwillig bei der Funkstreife. Ach, dann könnte mein Mann sich also freiwillig auch woanders hinmelden? Ja. Ja, ist gut, schicken Sie mir den Bericht dann rauf. Ich meine, zum Beispiel auf ein Revier, vielleicht bei uns draußen in der Siedlung. Dann hätte es nicht so weit. Theoretisch ist das natürlich möglich. Aber haben Sie denn mit ihm selber schon drüber gesprochen? Bis jetzt noch nicht. Schauen Sie, Frau Dombrowski, ich bin froh und dankbar um jeden guten Mann, den ich habe. Aber wenn Ihr Mann unbedingt von der Funkstreife weg will, dann wird sich das irgendwie machen lassen. Aber Sie können doch nicht im Ernst von mir verlangen, dass ich von mir aus in der Sache was unternehme, wenn er nicht selber kommt, nicht wahr? Naja, ich hätte auch nur gedacht. Tja, also dann, Frau Dombrowski, dann präparieren Sie einen schön Ihren Mann und dann sehen wir weiter. Ja, dann vielen Dank auch, Herr Oberamtmann. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seidel. Ja? Ja? Tag, mein Junge. Du, Monika. Ja? Weißt du, was ich gekriegt habe für den Dreier im Lotto? Nee. 3,80 Mark. Das ist dein Gewinnanteil. Danke dir. Du, hast du den Zucker? Christi, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Du, sag mal, wie sieht's denn damit aus, hm? Muss gleich weg. Ich bin gleich soweit. Ich bin nämlich auch eben erst gekommen. Na, wo hast denn deinen Einsatz gehabt? Wer waren denn arme Opfer? Frau Waldleitner oder Frau Schickel? Hm? Also, hör mal, du tust genauso, als ob ich überhaupt nichts anderes zu tun hätte, als mich hinzustellen und zu quasseln. Du, sag mal, wir hatten doch hier noch eine saure Gurke. Ach, komm, verdirb dir doch nicht den Appetit. Ich bin ja gleich soweit. Wie geht's in deinem Kopf? Ha? Na, ich meine, deinem Kopf weh. Ach, das ist schon lange nicht mehr aktuell. Also, ich an deiner Stelle würde das nicht so leicht nehmen. Der Frau Liebelt, ihr Mann, du weißt doch, der den Verkehrsunfall hatte, der kann heute noch keine Treppen steigen, ohne dass er schwindelig wird, jawohl. Na, vielleicht sollte der erst mal nüchtern den Zustand probieren. Sag mal, dauert das noch lange hier? Du kommst schon noch zurecht. Und wenn ihr mal was Richtiges passiert? Ich meine, diese Raserei mit dem Streifenwagen und überhaupt, den kann neulich, als der Kerl dich da zusammengeschlagen hat. Sieh mal, das ist Berufsrisiko. Stell dir mal vor, du wärst mit einem Kaminkehrer verheiratet. Also, Berufsrisiko, wenn ich das schon höre. Wenn du ein bisschen Verantwortungsgefühl hättest, dann würdest du schön gemütlich in einem Büro sitzen oder hier im Revier. Ja, die Sache hat bloß einen Haken. Ich habe schon einen Job. Zufällig weiß ich Bescheid. Die Funkstreife ist rein freiwillig. Wenn du willst, kannst du dich jederzeit versetzen lassen. Ach nee. Und woher hast du diese Weisheit? Ich habe mit Herrn Seidel gesprochen. Ach, mit wem? Und er ist ausgesprochen liebenswürdig zu mir gewesen und hat mir gesagt, ich soll dir mal ernsthaft ins Gewissen reden. Was, der Seidel? Na ja, jedenfalls hat er sehr viel Verständnis gehabt. Ach, vielleicht hast du ihm auch noch erzählt, dass ich mich jede Nacht in Schlaf weine, was?
Aus lauter Angst, mir könnte sowas noch mal passieren. Gut, jetzt will ich dir mal was sagen, hör mal. Also, ich schwöre dir, davon habe ich kein Wort gesagt. Und was hast du ihm gesagt? Nein, nichts oder jedenfalls so gut wie nichts, ganz bestimmt. Er lässt dich sogar bitten, du möchtest selber zu ihm kommen, wenn du einen Wunsch hast, weil er aus mir nichts herausgebracht hat. So, da kann ich mir direkt gratulieren, dass ich so eine diplomatische Frau habe. Also, da ist wieder mal ein Schreiben eingegangen von der Kriminalpolizei. Ein Vorfall, der sich in ähnlicher Form bereits mehrfach wiederholt hat, gibt Veranlassung, die Funkstreifenbesatzung und darauf hinzuweisen, dass sie unter folgenden Gesetzen und so weiter und so weiter. Ja, also, um es kurz zu machen, da haben sich so ein paar Schlawiner einen neuen Trick ausgedacht, wie sie Leuten, die bei der Bank größere Summen abheben, ihr Geld abnehmen können. Die Burschen beobachten natürlich ihre Opfer und wissen genau, was die für Waren fahren und wo sie die abstellen. Während einer mit in die Bank hineingeht, um zu schauen, ob sich die Sache lohnt, sticht ein anderer einen Reifen an. Stellt nun das Opfer den Schaden fest, achtet er vielleicht im Moment nicht auf die Aktenmappe mit dem Geld und schon ist passiert. Also, gell, gebt's ein bisschen Obacht, besonders im Bankenviertel. Ich hab schon gemeint, du kommst überhaupt nicht mehr. Wenn es nach meiner Frau ginge, könntest du sogar recht haben. Da brauchst du nichts Dinge. Das haben andere auch schon mitgemacht. Ich möchte wissen, was sich der Seidel denkt. Der muss einen schönen Eindruck haben, du. Ich weiß nicht gut, das wird jetzt ungefähr 3 Jahre her sein. Da war meine Alte beim Chef. Und er glaubt, ich bin zu alt zum Streifenfahren. Na und? Ich denke, die hören nicht recht, wie ich das erfahren hab. Das hat er vielleicht einen Tanz gegeben, da haben vierte Gott. Naja, aber seit der Zeit ist er ruhig. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen deutlicher werden. Ja, weißt du, so daheim sitzen und warten, bis er wiederkommt. Kennt man schon was Schönes vorstellen. Ach, Quatsch. Kaum hast du am Standesamt ein Ja geflüstert, da bist du auch schon vereinnahmt. Wenn du dich ganz genau aufpasst, dann hast du eines Tages einen Schlapperlatz um den Hals und da sitzt du als Mamas Liebling am Tisch. Isa 12. Hier ist er 12. Im Spielsalon in der Oberlandstraße gibt es eine Auseinandersetzung. Wir fahren. Richtig. Jetzt will ich noch mal was sagen. Ja. Der Automat ist dazu da, dass er Musik macht. Ja. Und wenn ich schon mal gutes Geld da reinschmeiß, dann kann ich auch weinen, was mir passt, ne? Ja, Sie sind ja schließlich nicht alleine da, nicht wahr? Und wenn die anderen Gäste sich beschweren, dass sie andauernd denselben Marsch spielen, dann ist es meine Pflicht als Besitzer, ich kann nicht sagen. Nur sagen, dass die Herrschaften nicht gehindert haben, dass die ihre Musik reinschmeißen. Ja, der Marsch läuft ja schon seit 5 Minuten. Das mag heute ein Engel. Was ist denn da los? Grüß Gott, Herr Wachtmeister, wir haben eine Auseinandersetzung bei der herandauernden Musikautomat. Marsch spielen, nicht wahr? Die anderen Gäste haben sich beschwert, weil das schon seit 20 Minuten also, Moment einmal. Es handelt sich also um die Musikbox. Und ja, seit 5 Minuten spielt der Herr andauernd denselben Marsch. Ja, freilich, ich habe ja auch Zeit dafür. Bei dem Lohn kriegt man nichts umsonst. Was, ich gebe dir keinen Lohn. Sie spielen also immer denselben Marsch. Ja, mei, ich spiele halt das, nach was man zu Mut ist, nicht? Und ja. Die Nummer hat ein unbändiges Arrangement. Ja, wenn er dafür bezahlt hat, dann verstehe ich ungestanden die ganze Aufregung. Okay? Weil die anderen Gäste sich beschwert haben, dass ihnen der Marsch da andauernd auf die Nerven geht. Ja, und was geht das mir um? Na ja, Sie können doch mal was anderes spielen. Ja, wenn er doch gesagt, dass mir das Arrangement so gut gefällt von der Nummer. Ja, Sie können ja auch Geld reinschmeißen in den Automaten. Dann können Sie wählen, was Sie wollen. Ja, das haben Sie so einfach. Er geht ja nicht weg davon. Aha. Sie haben den Automat also blockiert. Ja, wie hätten blockiert, Schmarrn. Sagen Sie, kann man den Apparat einen kleinen Moment abstellen? Natürlich. Ja. Haben Sie den Automat da blockiert? Ich hab halt Musik gespielt, das ist alles. So. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ja. Weil die Musikbox da, das ist das einzige reelle Instrument von allen anderen. Da habe ich wenigstens was für mein Geld. Alles andere ist doch ein Klump. Einen Moment, wollen Sie vielleicht damit sagen, dass... Moment einmal. Was Sie von den Automaten da halten, das ist Ihre Privatangelegenheit. Eines steht jedenfalls fest. Wenn Sie den Egerländer hören wollen, dann brauchen Sie nicht da reingehen. Da können Sie in eine Musikhandlung gehen. Da können Sie die Platten den ganzen Tag vorspielen lassen. Da wird kein Mensch was dagegen haben. Haben Sie mich verstanden? Na ja, lassen Sie mal, ist das jetzt da öffentlich herin oder nicht? Für mein gutes Geld? Für Ihr gutes Geld können Sie ja die Platten kaufen. Oder Sie können sogar Ihr gutes Geld sparen, wenn Sie das machen, was ich Ihnen gesagt habe. Haben Sie mich? Ja. Sie haben mich das letzte Mal gesehen da herin. Ich hoffe, ich werde es überleben. Vielen Dank, Herr Wachtmeister, herzlichen Dank. Keine Ursache. Wiederschauen. Sagst du selber, Herr Wachtmeister, so ein Arrangement, das geht dann doch durch und durch. Tut mir leid, ich stehe nun mal nicht auf dem Märsch. Herr Wachtmeister! Ja, was ist? Da vorne fährt einer, der muss besoffen sein. Immer im Zickzack. Und mich hat er geschnitten, dass ich mal hart gestürzt bin. Was war denn das für ein Wagen? Gelber Rekord. Wandschneifahren erwischen bestimmt noch. Also. Die Zeit schon besoffen, sauber. Bist mal neidisch, was? Ich hab gemeint, du stehst nicht auf Märsche. Was ist? Ja, aber das stimmt, die gefällt mir immer wieder.
Du, ich glaube, das wird er sein, was? Siehst du was von Zickzack? Na ja, nur angucken kostet ja nicht. Funkstreife, grüß Gott. Kann ich mal Ihre Fahrzeugpapiere sehen? Wieso? Was gibt's denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Also bitte, gib mir mal den Alkotest. Sie heißen Leonard Andreas, die Harting. Stimmt die Adresse da? Schon, aber... Ich glaub, wir haben ein bisschen zu viel heute, hä? Hey, wie kommst du denn da drauf? Also dann, blasen Sie mal Räder. Na, wieso? Da haben Sie mich nicht verstanden. Reinblasen sollen Sie da. Hey, ich bin doch nicht besoffen. Da meinen Sie vielleicht, ich hab einen Rausch. Also ist ja gut. Wenn Sie nüchtern sind, können Sie da beruhigt reinblasen, oder? Ich glaube, Sie sind einverstanden, wenn wir Ihren Führerschein einstweilen sicherstellen. Sie? Ja, Sie gefallen mir. Also, lieber Herr, ich bin zwar kein Prophet, aber ich glaube, dass wir in Ihrem Blut eine ganze Menge Schnaps finden werden. Dass ich nicht lache, Sie, das hätten Sie nicht sagen dürfen. Weil ich nämlich schon seit Jahren keinen Schnaps mehr trinke. Wird mir der Arzt verboten. Na, ich glaube, dass der Arzt Ihnen in der nächsten Zeit noch verschiedenes andere verbieten wird. Zum Beispiel das Autofahren. Kommen, 12. Wir haben am Pausplatz einen Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer gestellt und verbringen den Mann in das Gerichtsmedizinische Institut. Schicken Sie bitte einen Streifenwagen, der bei dem sichergestellten Fahrzeug wartet, bis der Abschleppdienst kommt. Richtig. Die Kennzeichen des Wagens. Opel Rekord, Miesbach, Zeppelin 445. Miesbach, Zeppelin 445. Verstanden. Gott, hier ist die Funkstreife. Wer übernimmt St. Pauls Platz? Steht der Rekord. Richtig, Isaac. Sie werden erwartet, St. Pauls Platz. Verstanden. Bleib mir weg, und Ihnen lasse ich mich nicht anfassen. Schau mal, was da los ist. Von Ihnen nicht, das ist mir geschehen. Also weiter jetzt, Mauskonferenz. Ich lasse mir jedenfalls kein Blut abzapfen, da haben Sie überhaupt keine Rechte zu. Was will ich sagen, ziehen Sie mal den Mantel aus. Das ist ja der Doktor. Geht eine Chance, wenn wir ihn mitgebracht haben. Wie heißt das denn? Ja, das ist der Leonard Andreas. Ding Harting, Haus 36. Haben Sie überhaupt schon einmal was vom Grundgesetz gehört? Ich möchte wissen, ob Sie bald einmal in Ruhe geben jetzt. Laut Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 hat jeder Mensch ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und was Sie hier machen, Sie... Jetzt zeigen Sie mal einen Sack aus. Und wenn Sie schon so gescheit sind, dann müssen Sie auch wissen, dass der Artikel 2 nämlich nur weitergeht. Nämlich, in diese Rechte kann nur durch ein Gesetz eingegriffen werden. Und dieses Gesetz haben wir in Paragraf 81a der Strafprozessordnung. Haben Sie mich? Au! Und meinen Sie vielleicht, weil Sie eine Uniform anhaben, haben Sie mir recht. Aber ich werde mich beschweren. Das steht Ihnen selbstverständlich frei. Herr Doktor, auf Wiederschauen. Ja, und was ist mit meinem Wagen? Den können Sie noch von irgendjemand abholen lassen, der einen ordnungsgemäßen Führerschein hat. Und überhaupt ist das Geschäftsschädigung. Aber das kommt nur, weil ihr neidig seid, dass ein anderer mehr verdient wie ihr. Pfui Teufel! Ein sauber Beruf habt ihr euch da ausgesucht. Pfui Teufel! Der nächste Wagen zur Albertstraße. Isar 4 kann fahren. Richtig. Isar 4, Albertstraße 18, eine Schlägerei. Verstanden. Also wisst ihr, manchmal denke ich wirklich, meine Frau hat recht. Schlägereien, Trunkenheit, Auseinandersetzungen. Damit beschäftigt man sich nun hauptberuflich. Manchmal denke ich, ich habe mal dran gewöhnt. Aber wenn ich dann wieder so einen Idioten treffe wie den vorhin. Nee, was hat er gesagt? Einen sauberen Beruf haben sie sich da ausgesucht. Es hat bloß noch gefehlt, dass er uns hier den Wagen verunreinigt. Sag mal, wir rätseln dürfen mal. Da wirst du wie sonst anständig ausdrücken. Der nächste zum Willibaldplatz. Dieser 21. Ein Verkehrsunfall. Verstanden. Tu mal langsam. Was denn? Da vorne bei dem VW. Du sag mal, was machst denn du da, hä? Ja, nix. Sag mal, her da. Die Ventilkappen, ist das vielleicht nix? Wenn wir gleich mal ins Präsidium fahren, dann wird es sich nachher rausstellen. Sag mal her. Bist du alleine? Hä? Da kannst du nicht antworten oder willst du nicht? Was war los hier? Ich hab doch bloß an dem Ventil gedreht.
weil, was der Lulu mir angeschafft hat. Was denn für Lulu? Mein großer Bruder. So, dann schauen wir gleich mal nach. Geht's hier? Bitte schön, Herr Wachtmeister. Ich hab doch bloß dem Lulu helfen wollen, weil ich ein Motorrad spar. Bei was hast du ihm helfen wollen? Bei den Damen. Welche Damen denn? Den habe ich doch die Luft ausgelassen. Die Beden wären mal richtig, was? Und wenn sie dann da gestanden sind, mit dem Platten und Richtung geschaut haben, dann ist der Lulu gekommen und hat gefragt, ob ich ihm das Reserverad aufziehen darf. Saubere Geschäftsmethoden, das kann man wohl sagen. Aber was hast du gekriegt, wenn er kassiert hat? Es kommt ganz drauf an, was er selbst bekommen hat. 25% halt. Wo ist der Bruder jetzt? Das weiß ich nicht. Also los, dann steig mal hin. Ah, der Dombrowski, wie geht's denn? Danke, gut. Was macht denn Ihr Kopf? Spüren Sie noch was? Oh, ich kann nicht klagen, vielen Dank. Und was sagt Ihre Frau? Meine Frau? Wieso? Ja, man kann sich ja schließlich vorstellen, was sie mitgemacht hat, wie sie im Krankenhaus gelegen sind. Ach so, na ja, die hat natürlich einen Schrecken gekriegt, ne? Ja, und jetzt? Ist es ihr recht, dass Sie weiterfahren? Ja, daran wird sich wohl gewöhnen müssen. Da kann ich ja leider nicht helfen. Stellen Sie der Frau einen schönen Gruß. Dankeschön. Ich kenne Sie zwar kaum, aber ich glaube, dass viele Sie um Ihre Frau beneiden würden. Wiederschauen, Herr Dombrowski. Wiederschauen. Bis Gott, Herr Oberamtmann. Hat er was gesagt von deiner Frau? Ja und nein. Zwölf ist wieder Einsatz, klar. Richtig, ist das. Heißt ja und nein. Also wisst ihr, manchmal muss ich den Chef direkt bewundern. Schön. In zwei Minuten hat er genau gewusst, was er wissen wollte. Dabei hat er mit keiner Silbe davon gesprochen, dass meine Frau da gewesen ist. Wisst ihr was? So was nennt man eben Takt. Das wirst du als Bayer natürlich nie verstehen. Tja. So viel ich weiß, ist der heute selber ein Bayer. Dann, was macht unser kleiner Rechenkünstler? Na ja, dann habe ich abgeliefert, was? Ist er 12? Richtig, 12. In der Glänzestraße 18, im ersten Stock, schlägt ein Betrunkener die Wohnung zusammen. Verstanden. Na schön. Also weiter im Text. Ja, was haben sie denn mit dir gemacht? Hä? Du sag mal, wie sieht denn der Hund aus? Na was, ich hab mir gedacht, das ist vielleicht... Herbert, wie siehst du denn aus? Ach, den Pflaster. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Aber was ist denn los hier? Irgendein Jubiläum oder was? Wo hast du dir denn das wieder geholt? Wie ist denn das passiert? Erst verrätst du mir mal, was hier gefeiert wird. Ach, gefeiert? Ich habe mir nur gedacht, wo du mir doch heute den Krach gemacht hast, weil ich bei Herrn Seidel gewesen bin. Aber jetzt siehst du ja, wie ich richtig gehabt habe. Ja, und wo ist das Pflaster her? Ja, da war so ein Kerl, der hat seine Wohnung demoliert. Und da wollten wir ihn zur Vernunft bringen. Ja, ich wünschte, du würdest endlich zur Vernunft kommen. Na schön. Herbert! Herbert! Herbert, wo willst du denn hin? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Oh, Herbert, bitte. Du, ich hab mich so gefreut auf heute Abend. Du, ich habe auch was Schönes eingekauft. Riechst du nichts? Also, ich rieche in erster Linie Jod.